Ich muss das melden. Das ist deine Pflicht. Aber wenn... Wagen 54, bitte melden. Oh. Wagen 54, bitte melden. Sind gleich da. Klosterweg 4A, Ehestreit. Der Mann wirft gerade Bett und Matratze auf die Straße. Er braucht schon ein Bett. Aber nett von ihm, dass er damit bis jetzt gewartet hat. Mir immer eine Freude, dem verarmten Staat mit ein paar Euro unter die Arme zu greifen. Aber es gibt Regeln. Kommen Sie. Ich war keine 2 Minuten da drin. Die Regeln gelten für alle. Das ist wichtig für das Gemeinwohl. Hat nicht zufällig was mit Schikane zu tun? Haben Sie ein Problem? Nee, aber ich denke mal, Sie haben ein Problem. Entweder hat Sie Ihre Frau schon lange nicht mehr rangelassen oder Sie sind neidisch, dass Sie sich so ein Auto nicht leisten können. Sie können auch sehr gerne eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung haben. Sie haben mein Kennzeichen. Ihre Handynummer wäre mir lieber. Ich dachte, wir lieben uns. Mach wieder weniger Nachtdienst, dann können wir zusammen die Tagschicht. Darum geht's doch gar nicht. Können wir heute Abend noch mal reden, Silke? Ich hole dich ab. Ja? Ich kann heute Abend nicht. Außerdem... Ich wünschte, ich hätte mich nie hierher versetzen lassen. Was soll ich denn tun, Silke? Ich kann doch nicht mehr. Die Kollegen sind im Grunde alle schwer in Ordnung. Ja, und? Warum verhalten Sie sich nicht danach? Es gibt bestimmte Regeln, die... Muss ich dir das tatsächlich erst erklären? Hältst du dich immer an alle Regeln? Ist noch gar nicht so lange her. Wenn ich da an eine Scheune denke... Während der Dienstzeit. War wohl ein Fehler. Morgen! Morgen. Es gibt richtig gute Croissants hier in Münster. Ich habe Ihnen eins mitgebracht. Überhaupt gefällt es mir hier ganz gut. Voilà. Um 6 war ich laufen im Stadtpark. Danach Frühstück im Schlosscafé. Ist nicht sehr konsequent, ich weiß. Wem sagen Sie das? Ich dachte mir, Münster ist eine prima Zwischenstation. Nicht, dass ich hier für immer bleiben möchte. Da habe ich schon noch mehr vor mit meinem Leben. Das ist natürlich was anderes, wenn man hier Familie hat oder sonst wie verwurzelt ist. Natürlich. Jetzt müsste nur noch was passieren. Ein kleiner Mord. Ich bin da mal drüben. Ja?
Ach so. Kein Problem, ich kann auch später. Gut, bis dann. Deine Verabredung? Eine Freundin. Ich wusste gar nicht, dass du in Münster eine Freundin hast. Ich muss. Oh, pardon. Interessiert dich gar nicht, mit wem sie sich trifft? Wie lange hörst du schon zu, Lothar? Oh. Gib auf sie Acht. Was meinst du damit? Guten Morgen. Morgen. Bis dann. Hey, mach nicht so viel Schwarzarbeit. Sonst musst du dich immer noch selbst anzeigen. Lass Zielke in Ruhe. Ihr habt mich nach. Großartig, wie das machen. Woher haben Sie das? Bewundernswert, was Frau Sonntag da vorführt. Da können wir Alten noch was lernen. Ah ja. Ein echter Profi. Ja, dann einen schönen Tag noch, die Damen. Frau Sonntag, grüßen Sie Herrn Vater von mir. Mach ich. Das Programm lag hier rum. Ich kenne das schon von meiner alten Dienststelle. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen. Ein Beispiel, Sie machen mit Ihrem Handy ein Foto? Mein Handy macht keine Fotos. Ach, das gibt's noch? Schauen Sie mich nicht an wie ein Dinosaurier. Sorry. Können Sie nicht anklopfen? Pardon. Ich wollte Ihnen ein Angebot machen. Sie wissen noch gar nicht, worum es geht. Ich kann es mir denken. Ihre Unterkunft bei Fading, das ist doch nur Notbehelf. Die vielen Kinder, der ganze Lärm. Ich habe eine Eigentumswohnung. Die ist gerade frei geworden. 3 Zimmer, Südbalkon. Machen Sie mal keine Sorgen wegen der Miete. Wir werden uns da schon einigen. Der Preis ist mir zu hoch. Sie sind zu schnell, Frau Heilmann. Schiff machen und gemeinsam von hier abhauen. Und deine Mutter, dein Vater? Du gehst doch nie weg von hier. Thank you.
Anna. Was? Ist alles in Ordnung? Ja. Ich hab nur gefragt, wieso ist deine neue Kollegin? Jung, forsch, ehrgeizig, attraktiv. Warst du doch alles auch mal. Früher. Schön, dass ausgerechnet du mich daran erinnerst, dass die Zeiten längst vorbei sind. Was ist eigentlich mit deinem Superassistent Overbeck? Vaterschaftsurlaub. Overbeck ist Vater? Ganze Mutter hat's wohl nicht gereicht. Das arme Kind. Georg, ist das ja eigentlich das Leben, das du dir vorgestellt hast? Das ist eine ganz unproduktive Frage. Wieso? Georg geht's doch gut, er hat doch uns. Und wir feiern gerade, dass er wieder einmal einen ehrbaren Ehemann des Seitensprungs überführt hat. Die Frau kriegt einen Brilli zur Versöhnung und Georg ein lächerliches Honorar. Eben. Anna, jetzt red mir nicht deine Krise ein. Uns geht's doch gut. Morgen. Wissen Sie schon was Näheres? Ich habe gerade am Kaffeeautomaten davon erfahren. Wovon? Tödlicher Unfall. Eine Kollegin von uns, Silke Heilmann. Silke Heilmann war Polizistin. Eben, Frau Springer, eben. Ich will, dass der Fall so schnell wie möglich aus den Medien raus ist. Das wirft kein gutes Licht auf die Polizei, wenn sie ihre Mitglieder zu Tode rasen. Womöglich war noch Alkohol im Spiel. Das wäre nicht das erste Mal, dass etwas wie ein Unfall aussieht. Die Kollegen waren vor Ort. Die Kollegen von der Streife. Wir haben uns verstanden, Frau Springer. Keine Ermittlungen. Ist noch was? Warum werde ich darüber eigentlich nicht sofort informiert? Warum wird mir so etwas zugerufen, so quasi zwischen Tür und Angel? Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass man mich übergeht. Vielleicht sollten Sie mal ausspannen, Frau Springer. Wann haben Sie das letzte Mal Urlaub gemacht, hm? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Es ist wenig los. Und? Was gibt's Neues? Keine Ermittlungen. Ach, was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Und Sie lassen in Zukunft Ihre Finger von meinem Schreibtisch und meinem Computer, ist das klar? Frau Sonntag, hätten Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Landpartie ist ja schön und gut. Aber ich hab's ja nicht so mit der Natur. Da wird's Zeit, im Alter wird man besinnlich. Da gehört Naturbetrachtung dazu. Wer setzt mir den Verdienstausfall im Laden? Jeder Bettler vor der Lamberti-Kirche verdient am Tag mehr als du. Also, Ihr Name ist Silke Heilmann, 24 Jahre alt, war erst seit kurzem in Münster. Ich kenne sie von der Polizeischule. Eine bemerkenswerte Schülerin. Polizistin war ihr Traumberuf. Aus meiner übrigens auch immer. Weshalb wollte sie dich denn sprechen? Was wollte sie mir nur persönlich sagen? Ja, aber du musst doch irgendeine Vermutung haben. Interne Geschichte, es ging wohl um Kollegen. Sie war die einzige Frau auf der Dienststelle. Ist doch schön für Sie. Damenwahl. Muss ja einen Affenzahn drauf gehabt haben. Und? Und? Zu hohe Geschwindigkeit, sie wurde aus der Kurve getragen. Vielleicht Alkohol. Mehr fällt dir nicht ein. Vielleicht war es auch Absicht. Sie hat den Baum da angepeilt und ist knapp dran vorbeigeschossen. Selbstmord? Es gab mal eine junge Polizistin, die von ihren Kollegen in den Selbstmord gemobbt wurde. Aber... Sonst behauptest du doch immer, dass es ein Unfall war oder Selbstmord. Und dann weiß ich ganz genau, dass es Mord war. Und wenn du jetzt von Mord redest, das irritiert mich ein bisschen, musst du verstehen, Anna. Was soll denn das? Na ja, Presse. Immer dreister.
Heu! Heu? Guck mal da. Sag mal, kommt sowas normalerweise nicht in eine durchsichtige Plastiktüte? Sieht für mich aus wie Beweismittelunterschlagung in einem Fall. Das ist Sicherstellung, bevor es jemand unterschlagen kann. Außerdem gibt es keinen Fall und keine Ermittlungen. Und warum das so ist, das kriege ich raus. Und du wirst mir helfen, Georg, ja? Stiftest du mich zum Schnüffeln an? Muss ich mir Sorgen um dich machen, Anna? Kriegst auch mein Auto. Ich bin auf jeden Fall die Carola. Ja, schön. Ah, Frau Springer, gibt es Neuigkeiten wegen der toten Polizistin? Es gibt eine Anordnung, keine Ermittlungen. Und halten Sie sich dran? Sie war nicht zufällig am Unfallort? Im Vergleich zu hier war ja in Bielefeld echt die Hölle los. Da kann ich so Feuerwehrleute schon verstehen, die einen Brand legen, damit sie was zum Löschen haben. Das hieß ja in der Konsequenz, sie gehen jetzt raus und legen einen braven Münsterbürger um. Können wir ja drüber reden. Gibt's da jemanden, den Sie gerne loswerden möchten? Wenn's Ihre Karriere dient. Frau Springer, was haben Sie eigentlich gegen mich? Gegen Sie? Ich habe grundsätzlich was dagegen, wenn man mir nachschnüffelt. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Na ja, und wie? Solidarischer. Tag. Guten Tag. Mein Name ist Wilsberg, Antiquariat Wilsberg. Ich möchte zu Frau Heilmann. Ich habe hier die zwei Bücher, die ich für Sie besorgt habe. Frau Heilmann hatte letzte Nacht einen Unfall. Sie ist tot. Hört auf, so zu schreien! Das ist ja schrecklich, was da alles passiert. Hat sie schon lange bei Ihnen gewohnt? Seit ein paar Monaten. Warum fragen Sie? Tine, ich muss mit den Zwillingen zum Fechtkurs. Sie ist sauer, weil ich sie heute nicht zum Reiten bringen konnte. Unser Wagen. Ich möchte ja nicht taktlos erscheinen, aber ich suche dringend eine Wohnung. Na, wir werden nicht wieder vermieten. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich hatte Frau Heilmann ein Bildband zur Ansicht mitgegeben. Könnte ich ihn zurückhaben? Also das finde ich jetzt wirklich taktlos. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Rasse, seines Glaubens, seiner Behinderung und so weiter benachteiligt werden. Dann auch nicht wegen seines Alters, oder? Vollkommen richtig. Ich kriege keine Informationen mehr. Keine offiziellen, keine inoffiziellen. Man behauptet, ich sei angespannt und will mich zwangsweise in Urlaub schicken. Man hat eine Nachfolgerin positioniert, die soll mir nachspionieren. Und das tut sie auch. Es gibt durchaus juristische Mittel, sich gegen Mobbing zu wehren. Das Problem ist, die Beweislast liegt immer bei den Betroffenen. Die warten auf irgendeinen Anlass, um mich abzuservieren. Sie dürfen sich jetzt auf gar keinen Fall etwas zu Schulden kommen lassen. Halten Sie sich stur an alle Anordnungen. Das ist es genau. Sie wollen mich einschüchtern, damit ich im Fall Silke Heilmann ja nicht ermittle. Wir stecken alle unter einer Decke. Männer schützen sich immer gegenseitig. Macht da bitte eure Sachen selber hier. Lass uns für euch helfen. Nein! Nein! 5 Minuten braucht ihr. Bus, macht mal ein bisschen Hilfe schneller.
wollte ja vielleicht die Wohnung mieten und da muss man ja so ein bisschen die Atmosphäre erspüren. Die ist nicht zu vermieten. Mein Papa baut hier in der Dunkelkammer rein. Das ist eine ganz üble Ausrede. Was machst du eigentlich hier? Steigst du öfter durchs Fenster? Also gut, machen wir einen Deal. Du verrätst mich nicht und ich verrate dich nicht, okay? Sie wollten an Silkes Hefte ran, stimmt's? Welche Hefte? Die sie immer geschrieben hat. Geht aber niemandem was an. Warst du denn oft hier bei Silke? Oder nur, wenn sie nicht da war? Du hast heimlich ihre Hefte gelesen, oder? Worüber hat sie denn so geschrieben? Am Anfang viel über Oliver. Oliver? Oliver Scholz. Er ist cool. Nicht so wie Didi, ein anderer Kollege von Papa. Und wie ist Didi? Blöder Macho. Dem ist die Frau weggelaufen. Jetzt hat er sich ein dickes Auto gekauft. Aha. Aber darauf fällt doch heute keine Frau mehr rein. Und schon gar nicht Silke. Nee. Silke fand ja Oliver cool. Waren halt zusammen. Dann gab es diesen Streit und die haben sich getrennt. Woher? Sie kommt darauf, weil das Bild von dem Mann nicht mehr auf dem Schreibtisch steht. Gut. Worüber haben die denn gestritten? Du hast doch gesagt, am Anfang hat Silke viel über Oliver geschrieben. Worüber hat sie denn später geschrieben? Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Du sagst mir, wo die Hefte sind und... Ganz sicher nicht. Heinz, hilf mir mal bitte! Papa, der kommt gleich wieder. Aber sie hat Tagebuch geführt. Wenn wir da irgendwie drankommen können, dann können wir doch... Ich kriege keinen Durchsuchungsbefehl. Na, ihr Hübschen, Kaffeekränzchen? Tag. Ach, Georg, warum nimmst du denn nicht nur braune Lebensmittelfarbe und sparst dir das Kaffeepulver ganz? Mal angenommen, Silke hat sich von Oliver getrennt. Er hat sie aus Eifersucht umgebracht, ist ein bisschen banal. Oder aus verletzter Eitelkeit vielleicht? Du weißt doch gar nicht, worum es hier geht. Natürlich, Liebe, Tod und Leidenschaft, oder? Und nach der Trennung war Silke ohne Schutz, eine Frau allein unter Männern. Noch dazu hatte sie einen der ihren verletzt, freiwillig sozusagen. Ein ideales Opfer für Mobbing, sexuelle Belästigung. Irgend so etwas muss da vorgefallen sein. Nötigung? Vielleicht sogar Missbrauch? Ecki, wovon redet ihr denn? Es geht hier um eine kleine, biedere Münsteraner Polizeistation. Hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich nochmal unsere Ordnungshüter verteidigen muss. Hallo, hallo. Hier, garantiert herz- und magenfreundlich. Danke. Ich habe hier ein paar bei Gericht verhandelte Mobbingfälle rausgesucht, die mit Ihrem Fall Ähnlichkeiten aufweisen. Mit Silke Heilmann? Ich rede von Anna. Du? Gemobbt? Wahrscheinlich ist Mobbing nirgendwo so verbreitet wie bei der Polizei. Stimmt, da gab's doch mal diese Polizistin in Trier. Die war allerdings viel jünger. Alle sind immer viel jünger. Also, wie viele Klagen wegen Mobbings waren denn erfolgreich? Naja... verstehen. Es tut mir leid. Ich habe alles falsch gemacht, Mama. Vorwürfe machen, Oliver. Da kann niemand was dazu. Komm. Na, Frau Springer. Sind Sie ja. Hier, die Zeitung von morgen. Anna Springer vom Morddezernat an der Unfallstelle. Was hat das zu bedeuten? Das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Wie können Sie sich einfach über meine Anordnung hinwegsetzen? Das waren ja an und für sich keine offiziellen Ermittlungen. Sie waren im Dienst, oder? Haben Sie Fotos gemacht am Unfallort? Sie haben noch Fotos gemacht? Ja. Digital?
Geben Sie her, Sie haben doch die Bilder nicht gemacht, um sie sich übers Bett zu hängen. Wetten, dass ich damit was Besseres anfangen kann? So, das wär's. Ich habe die Vektordaten über das eingegebene Bildmaterial errechnen lassen. Hier der Gradient und hier in dieser Linie wäre der Wagen ohne Einwirkung äußerer Faktoren aus der Kurve geflogen. Und das ist die tatsächliche Flugbahn anhand der Spuren und der Landung im Acker. Jetzt lege ich das mal übereinander. Ziemlicher Unterschied. Das bedeutet, dass der Wagen an dieser Stelle einen zusätzlichen Impuls bekommen hat. Ja, also hat ein anderer Wagen Silke aus der Kurve gedrängt. Ich kann jetzt noch ein Color Matching machen. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, Danke zu sagen oder prima gemacht, das ist nicht nötig. Für Ihr Ego sicher nicht, aber trotzdem gute Arbeit. Wir sind einen Schritt weiter. Haben Sie gerade aus Versehen wir gesagt? Blau. Am hinteren linken Kotflügel sind Spuren von Blau. Ich könnte jetzt noch rausfinden, was für ein Blau. Jahrgänge und Modell. Ausgerechnet jetzt ist was mit Fahlings Auto. Ist doch ein merkwürdiger Zufall. Ist halt kaputt. Oder aus irgendeinem anderen Grund aus dem Verkehr gezogen. Ich habe da so ein Gefühl... Und wegen deinem Gefühl muss ich jetzt den bescheuerten Vertreter geben. Ecki, ich kann das nicht machen. Die Fahrerin kennt mich. Kratzer im Auto? Wir empfehlen Magic Polish. Super fix. Ist doch scheiße. Das ist fremdländisch. Das mögen die Leute. Das verkauft sich nie. Du sollst ja auch nichts verkaufen. Du sollst nur feststellen, was mit dem Auto ist. Und nach Möglichkeit, ob es irgendwelche Lackkratzer aufweist oder Dellen oder sonstige Farbspuren. Ecki! Und? Fehlanzeige. Der Wagen wurde gestern Nacht geklaut. Ja, höchst interessant. Höchst ärgerlich, wenn du mich fragst. Wieso? Ist doch eine ideale Art, ein Auto verschwinden zu lassen. Stimmt. Und außerdem gibt es Neues aus der Pathologie. Silke Heimann hat wenige Minuten nach ihrem Tod einen schweren Schlag gegen den Kopf bekommen. Könnte doch sein, jemand wollte sich davon überzeugen, dass sie wirklich tot ist und im Zweifelsfall nachhelfen. Das sind doch alles nur Hirngespinste. Der Tod ist doch durch den Unfall eingetreten, oder? Ja, aber... Also, und diese Dinge, die kommen immer nur auf den ersten Blick so überzeugend daher. Beim genauen Hinsehen ist dann doch alles manipuliert. Und was, wenn die Staatsanwaltschaft erfährt, dass wir Anhaltspunkte haben und dennoch nicht ermitteln? Also schön, Frau Springer. Schauen Sie sich die Sache an. Frau Springer, diesmal bitte ohne Publicity, ja? Es tut uns allen leid, Oliver. Bleib ein paar Tage zu Hause. Vielleicht hat sie ja was getrunken. Quatsch. Ihr habt Silke doch von Anfang an nicht gemocht. Nur weil sie nicht wollte, wie ihr wolltet. Das ist nicht wahr, Oliver. Was willst du damit sagen? Dass sie auf euer Angebot geschissen hat. Dass sie ihre Prinzipien hatte im Gegensatz zu... Zu wem? Was? Hört auf! Es war ein schrecklicher Unfall. Und es macht Silke nicht lebendig, wenn wir uns gegenseitig hier Vorwürfe machen. Ja, kommt euch aber auch sehr gelegen, dieser Unfall. Jetzt seid ihr sie los. Oliver, jetzt sag nicht sowas. Jetzt spinnt er total. Wer hatte denn vor allen Dingen Stress mit ihr? Dich hat sie doch in die Wüste geschickt. Wo warst du eigentlich letzte Nacht? Beruhig dich, Oliver! Ist ja vollkommen durchgeknallt. Ist ja wohl verständlich. Wie kann man sich auch nur mit der Kollegin einlassen? Du warst doch selber scharf auf sie. Aber es reicht jetzt! Komm! Lass uns lieber überlegen, wie wir das letzte Geleit geben. Ganz. Schleife. Musik. Schon, pass doch auf.
Anna? Vielleicht interessiert es dich. Fadings Auto wurde geklaut. Genau in der Unfallnacht. Gute Arbeit, Georg. Wirklich. Vielen Dank für deine Hilfe. Nein, ab sofort dürfen wir offiziell ermitteln. Ganz recht. Die Profis übernehmen. Ich brauche dich nicht mehr. Ah je, das hat er jetzt missverstanden. Gibt's was Neues? Jetzt geht's los. Bin gleich wieder da. Halt, ich muss ins Büro. Büroschlaf führt zu Albträumen. Kannst du hier weiter knacken. Kein Unfall? Sie meinen, es war vielleicht Selbstmord? Das wäre ja furchtbar. Hätte Silke Heimann den Grund gehabt, sich umzubringen? Was meinen Sie? Keine Ahnung, ob sie vielleicht private Probleme hatte. Frau Heimann war eine wunderbare Kollegin. Aber was sie privat gemacht hat, das... Waren Sie auch so wunderbare Kollegen? Wie meinen Sie das? Ich denke, das wissen Sie ganz genau, Herr Dörner. Kein schlechtes Gewissen, denken Sie mal nach. Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen, Frau Springer. Jedenfalls respektiere ich das Privatleben meiner Kollegen und Kolleginnen. Und ich bin auch nicht deren Hüter. Vielleicht das Gegenteil? Zumindest was Silke Heimann anbelangt. Die hatte doch bei Ihnen kein leichtes Leben. Die war ihr Opfer, nicht wahr? War sie auch das Objekt ihrer kollektiven Begierde? Das ist ja völlig absurd. Nein, das ist nicht absurd, das ist erbärmlich. Eine junge Frau ohne allzu viel Erfahrung, die eigentlich unter ihrem Schutz hätte stehen müssen. Und Sie nutzen die Situation auf die schändlichste Weise aus. Das ist widerlich. Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, wir hätten Silke in den Selbstmord getrieben. Aber wer redet denn von Selbstmord? Eine Anzeige, das wäre doch die größtmögliche Katastrophe gewesen. Das kann die Karriere kosten. Oder die Pension, so kurz vor dem Ruhestand. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist doch völliger Humbug. Was haben Sie da? Nichts. Sehen Sie nach. Aber ich kann nicht... Machen Sie, was ich Ihnen sage. Wie behandeln Sie eigentlich Kollegen? Ist das eine Art? Sie haben doch nichts zu verbergen, Herr Dörner. Darf ich mal... Das ist doch Silke Heimann, oder? Gibt's noch mehr solcher Fotos? Haben Sie sie damit unter Druck gesetzt? Sie fertig gemacht? Ihr jegliche Selbstachtung genommen? Heinz! Spielen Sie doch nicht den Entrüsteten, Herr Dörner! Sie haben sich doch alle damit amüsiert! Und ich fürchte, Sie schämen sich nicht einmal! Sie schon wieder. Du schon wieder. Sag mal, Silkes Hefte. Meinst du, ich könnte da mal einen Blick reinwerfen? Muss ja nicht umsonst sein. Ich bin mir sicher, du weißt genau, warum Silke und Oliver sich getrennt haben. Oliver hat sie betrogen, in der Scheune. In welcher Scheune? In die sie immer gegangen sind, um... Naja, Sie wissen schon. Ja, ich kann es mir vorstellen. Die Hefte sind übrigens in der Mülltonne. Müllabfuhr war längst da. Sie hätten sie ohnehin nicht anfassen wollen. Bienes Windel ist ausgelaufen und Biene hatte Durchfall. Danke. So genau wollte ich es nicht wissen. Eins konnte ich noch retten. Riecht ein bisschen. Warum schützen Sie Ihre Kollegen? Die haben nichts damit zu tun. Warum haben Sie die Fotos im Büro? Setzen Sie sich doch, Herr Fading. Warum haben Sie die Fotos im Büro? Ich wollte... Was sagten Sie? Ich wollte nicht, dass meine Frau die Fotos findet. Das wäre ganz schön unangenehm gewesen, wenn Silke Heilmann ihrer Frau davon erzählt hätte. Hat sie damit gedroht? Sie wollte sie anzeigen. Das mussten Sie in jedem Fall verhindern. Sie hat doch gar nichts von den Fotos gewusst. Wo waren Sie vorgestern zwischen 21 und 23 Uhr? Skat. Das war mein Skatabend. Namen? Bernd Lehmann und August Welsbach. Was ist eigentlich mit Ihrem Auto passiert?
dem schönen blauen Kombi. Geklautes Teilstück. Wieso? Wirklich, ja? Geklaut? Komisch eigentlich, war ja gar nicht mehr neu. Hatte auch schon ein paar Schrammen und Dellen, vor allem vorne rechts. So ein Auto lässt man natürlich besser verschwinden. Wo ist Ihr Wagen, Herr Fading? Schöne Liebesgeschichte. Ja. Aber hier steht überhaupt nicht, dass Oliver sie betrogen hat. Hier steht, ich wäre nie alleine zur Scheune gefahren. Ich hätte nie gesehen, was ich gesehen habe. Mein Vertrauen ist für immer dahin. Was soll ich tun? Ich glaub's auch nicht. Oliver ist treu. Findest du ihn gut, oder? Er ist süß. Ja, was soll ich denn hier? Ich muss ins Büro. Radfahren kannst du auch hier. Haha. Ecki, ich will mich hier ein bisschen umschauen und... Warum sagst du denn nicht gleich, dass du jemanden brauchst, der jemanden ablenkt? Tja, Beschleunigung ist das eine. Bremsen das andere. Wir unterscheiden zwischen Bremsen mit radialem Kraftangriffspunkt für die Klotzbremse oder axialem wie bei der Scheibenbremse hier. Dieses Modell hat den weiteren Vorteil beim Übergang vom Bauten zum Hebel hier. Vorsicht, da. Oh, an der Innenkante, da. Ja. Schöne Arbeit. Vater ist der eigentliche Schmied. Guten Tag. Tag. Mein Name ist Wilsberg. Ich habe so einen kleinen Laden in der Innenstadt. Ein Antiquariat. Geht's? Ja. Naja, und da dachte ich mir, so ein Gitter vor der Ladentür. Neulich war eine Kundin im Laden, Silke Heilmann. Die sagte mir, ihr Freund ist Schmied. Sind Sie das? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was? Naja, die Idee mit dem Gitter hatte ich auch erst später. Charmante junge Dame übrigens, ihre Freundin. Kaufen Sie Fabrikware, das kommt billiger. Bremsen sind das A und O. Schreckliche Sache, Frau Heilmanns Unfall. Ich habe es gerade von Ihrem Sohn erfahren. Er hat mit Ihnen über Silke geredet? Ja. Er muss ja mit jemandem reden, allein um den Schock zu verdauen. Aus heiterem Himmel, furchtbar. Mein Favorit. Sie kannten Silke Heilmann? Sicher nicht so gut wie Sie. Hat sie sich eigentlich wohlgefühlt hier in Münster? Sie wollte mal in eine Großstadt. Können Sie sich vorstellen, dass Frau Heilmann freiwillig, also dass es kein Unfall, sondern Selbstmord war? Muss auch für Ihren Sohn schrecklich sein, diese Ungewissheit. Es war ein Unfall, entschuldigen Sie. Du bleibst doch nachher zum Essen. Ich verstehe ja, dass dir Silke nicht aus dem Kopf geht, aber... Aber was? Du hast sie doch von Anfang an nicht gemocht. Das ist nicht wahr, Oliver. Ich gebe zu, anfangs da... Ich hatte Angst, du würdest mit ihr weggehen von hier. Was hätte ich tun sollen? Ventile. Ich würde gerne noch ein paar Ventile mitnehmen. Natürlich. Nette Frau. Versteht was von Ihrem Geschäft. Und hat eine sehr enge Beziehung zu Ihrem Sohn. Ich kann mir vorstellen, dass Silke da eine ziemliche Gefahr war. Da haben immer was gegen potenzielle Schwiegertöchter. Meine Mutter hat immer gesagt, ich kenne meine Schwiegertochter zwar noch nicht, aber ich kann sie jetzt schon nicht leiden. Da war ich 7. Aber hier geht's doch um mehr. Das ganze Leben von dieser Frau wird ohne ihren Sohn zusammenbrechen. Aber du sagst doch, dass Oliver und Silke eh nicht mehr zusammen waren. Naja, aber warum? Und was war in der Scheune? Die Liebe kommt, die Liebe geht. Grüß dich, Oliver. So, hier. Das ist für dich. Ich will das gerne.
Dann nimmst du die Unkosten. Die Kranz. Wie gesagt, ich will das Geld nicht auf den Weg geben. Ist aber ausgemacht. Nein, ich will das nicht. Okay, Schluss. Ich hab den Fall gelöst. Fucking was? Du nervst, Georg. Ich bin todmüde. Und was ist mit Oliver Scholz? Morgen. Der wird dann seine Aussage überhaupt noch brauchen. Wäre es nicht besser, ein bisschen mehr Munition zu haben? Ich meine, es ist gar keine offizielle Vernehmung, eher um so ein bisschen vorzufühlen. Naja, warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht? Nein, nach einer Nacht in der Zelle haben wir Fahrdings Geständnis. Und wenn nicht? Anna hat so einen Tunnelblick. Du gönnst dir ja nur den schnellen Ermittlungserfolg nicht. Quatsch. Weil du gern ihr Retter wärst. Nein, aber sie hat das Gefühl, dass sie im Moment selbst gemobbt wird. Deswegen projiziert sie da was. Gefühl. Wenn Männer gemobbt werden, ist es mindestens Majestätsbeleidigung. Und wenn Frauen gemobbt werden, ist es Einbildung. Das meinst du doch. Wir wissen einfach viel zu wenig über Silke Heilmann. Weil Fading ihr Tagebuch in Müll entsorgt hat? Ja, das hat er getan, weil er genau wusste, da steht was drin, das ihn belastet oder seine Kollegen. Also hat Anna recht. Was verdient eigentlich so ein Polizist? Mehr als du, aber immer noch beschissen wenig. Ecki, geht's in diesem speziellen Fall auch ein bisschen präziser? Morgen. Morgen. Lassen Sie uns noch mal dem Oliver Scholz auf den Zahn fühlen. Fahrding kann noch ein bisschen schmoren. Ja, aber Sie wollten doch Munition haben. Es ist nur so, Kriminalrat Landau hat ihn angerufen und... Was fällt Ihnen ein? Der Leiter der Dienststelle Dörner hat mich angerufen und mir von Ihrem Auftritt erzählt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Was haben sich diese Männer dabei gedacht, als Sie... Das sind doch alles nur Unterstellungen, mit denen Sie dem Ruf der Polizei schaden. Und der Ruf der Polizei ist natürlich wichtiger als das Wohl und Leben einer jungen Polizistin, ne? Sie reimen sich da was zusammen, wie Sie es gerade haben wollen. Fahrding ist kurz davor auszupacken. Ich habe mit Dörner über Fahrding geredet. Das Einzige, was sich der Mann hat zu Schulden kommen lassen, ist, dass er mal kurz seiner voyeuristischen Neigung nachgegeben hat. Und das ist nicht einmal ein Kavaliersdelikt, das ist mir schon klar. Was ist mit seinem blauen Auto? Er hat es beiseite schaffen lassen. Angeblich ist es geklaut. Haben Sie das Auto? Das ist ein Hirngespinst. Also denn wie viele solcher blauen Kombis fahren ja wohl durch die Gegend? Fahrding ist unschuldig. Er hat ein Alibi. Frau Sonntag hat das überprüft. Ach. Die beiden angegebenen Zeugen haben ausgesagt, dass... Zwei gekaufte Skatbrüder. Wie leichtgläubig sind Sie eigentlich? Frau Sonntag arbeitet sehr professionell. Deshalb hat sie auch die Daten von Silke Heimanns Telefongesellschaft eingesehen und dabei festgestellt, dass sie ihre letzten Telefonate mit Ihnen geführt hat, Frau Springer. Silke Heimann wollte mich treffen, ja, um mir etwas zu erzählen. Und sie hat angedeutet, dass es ihre Kollegen betrifft. Warum haben Sie das verschwiegen? Weil ich befürchtet habe, dass genau das eintritt, was jetzt eingetreten ist, dass Sie sich schützend vor die Kollegen stellen und meine Ermittlungen... Ihre Ermittlungen behindern? Behindern, ja. Wollen Sie das sagen? Ja, Ihre Ermittlungen behindern? Gehen Sie doch bitte mal her. Das hat plötzlich in Ihrem Schreibtisch geklingelt. Das ist Behinderung. Mehr als das. Das ist Unterschlagung eines Beweisstücks. Das ist Vertuschung. Wie können Sie es wagen, meinen Schreibtisch zu... Wie können Sie es wagen, uns derart in das Licht zu führen? Sie sind ab sofort vom Dienst suspendiert. Sie haben 5 Minuten Zeit, diesen Raum und dieses Gelände zu verlassen. Sie übernehmen Frau Sonntag. Und schicken Sie den Fahrling nach Hause. Es tut mir leid. Aber warum denn? Es muss Ihnen doch nicht leid tun. Sie haben doch alles, was Sie wollten. Bitte sehr. Das wollte ich wirklich nicht. Wie blöd bin ich eigentlich? Ist doch klar, dass Sie herauskriegen, mit wem Sie Geheimmann telefoniert hat. Sie wollen mich loswerden. Die serviere ich Ihnen denn anders auf dem Präsentierteller. Niemand kann nach so vielen Jahren Dienst wegen eines einzigen Vergehens entlassen werden. Gab es schon mal ein Disziplinarverfahren gegen Sie?
Das ist schon mal sehr gut. Gib mir noch einen. Frau Sonntags Vater ist ein hohes Tier im Innenministerium in Düsseldorf. Und Landau wollte schon mal in die Politik. Das ist der Deal. Töchterchen kriegt mal einen Posten und Landau... Mein Vater war Lokführer. Entschuldigung. Hallo? Verfolgen Sie mich? Ist doch eher umgekehrt. Heißt aber auch Fisch sucht Fahrrad. Das nächste Mal geben Sie einen aus. Gerne. Ich war noch nie eine gute Autofahrerin. Zum Leidwesen meines Mannes und meines Sohnes. Naja, solange es sich nur um Blechschaden handelt. Ich hatte Glück bisher. Ich weniger. Sie haben doch nicht immer Fahrräder repariert, oder? Wir hatten Bauernhof. Kühe, Schweine, Gänse. Anfangs sogar noch ein paar Pferde. Wir haben bis zuletzt den früher verkaufen sollen. Naja. Gibt's denn den alten Hof noch? Nicht mal eine alte Scheune? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? In meinem Buchladen gibt's ein Bildband über alte Scheunen. Manche von denen sind sogar aus dieser Gegend. Ist auch fertig. Dein Arzt. Soll ich den Notarzt rufen? Kein Arzt. Danke. Die Bank, verdammte Bank. Bereicher zaubern. Es war schon wieder eine Rate fällig. Ich hatte das Geld nicht. Also muss ich mich drum kümmern. Oliver! Ich hatte mich nie darauf einlassen sollen. Spätestens als Silke. Scheiße. Du hast es für uns getan. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Ich habe Lothar gesagt, ich steige aus. Jetzt bin ich Silke schuldig. Ich bin ja noch viel mehr schuldig. Was hast du vor? Oliver. Ich kann so nicht weitermachen, Mama. Und was wird denn aus uns allen? Was ist aus mir geworden? Hast du dich das mal gefragt? Aber das interessiert ja jetzt auch keinen mehr. Ist doch scheißegal. Hauptsache, ich funktioniere so, wie du das willst. Oliver, nein. Keine Sorge. Ich tue es ja auch. Ruf mal heute Nacht an. Ich war zur Scheune und morgen früh hast du das Geld. Zufrieden? Nicht, wenn du so redest. Danke. Alles in Ordnung, Frau Scholz? Ich wollte doch immer, dass es ihm gut geht. Wenn ich gewusst hätte... Wenn Sie was gewusst hätten? Anna. Guten Tag. Tag. Herr Wilsberg, nicht wahr? Ja. Wo ist denn Ihre Chefin? Ja, das tut mir leid für Frau Springer. Aber die Arbeit muss ja weitergehen. Vielleicht könnten wir auch zusammenarbeiten. Ich weiß, unkonventionelle Methoden zu schätzen. Haben Sie Erfahrung im Buchhandel? Ich bin nämlich Antiquar. Und in Ihrer Funktion als Antiquar waren Sie neulich zufällig am Unfallort. Und vorhin vom Fahrradladen der Scholzens und haben das verbeulte Auto unter die Lupe genommen. Ich war im Fahrradladen, weil ich eine Panne hatte. Man weiß ja nie, wo aus heiterem Himmel bzw. auf dunklem Asphalt eine heimtückische Scherbe lauert.
Frau Springer hat sich selbst ins Ausgeschossen. Darüber sind Sie aber nicht so ganz unglücklich, oder? Es geht mir in erster Linie darum, den Mord an der Polizistin aufzuklären. Wenn es denn einer war und kein Unfall. Na dann, viel Erfolg. Warten Sie. Carola Sonntag. Sie können mich jederzeit anrufen. Zu unserer Verabredung ist sie nicht erschienen. Angerufen hat sie nicht. Zu Hause ist sie auch nicht. Und? Nichts. Den Schuh kann einer nur stecken. Also, Familie Scholz steht kurz vor dem Bankrott. Fadin, Dörner, Krabbe, nichts Auffälliges, außer dass Dörner ziemlich hohe Mieteinnahmen hat. Und woher hat er die Wohnung? Woher hat Krabbe sein dickes Auto? Womit bezahlt Fadin die Reitschulen seiner Kinder und den Fechtunterricht? Unversteuerte Nebeneinkünfte? Genau. Und genau so ein Geschäft geht heute Nacht wieder über die Bühne. Georg, das ist doch jetzt alles nicht so wichtig. Ich weiß. Aber Ecki muss doch einfach nur Oliver Scholz hinterherfahren. Georg, ich muss auch irgendwann mal schlafen. Ecki, für Anna. Ja, Georg. Nein, ich habe natürlich nicht geschlafen, aber ich habe das Handy nicht gleich gefunden. Natürlich steht sein Wagen noch da. Habt ihr Anna gefunden? Nein, Ecki, noch nicht. Aber wir suchen weiter. Sollen wir uns aufteilen? Ja. Okay. Ja, Guten Abend. Warte, Oliver. Tu's nicht. Wenn du nicht mehr willst, nicht für uns. Wir haben noch keine andere Wahl. Doch. Ich hätte schon viel früher loslassen müssen. Den Laden. Alles. Schon gut, Mama. Ich habe geklopft, gerufen, nichts. Und jetzt? Hoffentlich macht Anna keinen Scheiß.
Landau. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Wer sind Sie denn? Probst. Sebastian Probst. Ich bin hier neu. Ah, ich bin hier der Ladenhüter. Hauptkommissarin Springer, sehr erfreut. Können Sie sich ausweisen? Nein. Wozu? Sie sind in das Büro von Kriminalrat Landau eingebrochen. Und... Ist doch egal. Prost, Probst. Oliver. Warum haben Sie das getan, Frau Springer? Warum sind Sie mir in den Rücken gefallen, Frau Sonntag? Das bin ich nicht. Wir hatten nicht genug Indizien, um Fahrding dran zu kriegen. Indizien, das lernt man auf der Polizeischule. Aber eins im Diplom nützt nichts, wenn man kein Gespür hat. Vor Gericht können Sie auch nicht mit Ihrer tollen Nase argumentieren. Da brauchen Sie Beweise. Damit ich keine finde, hat man mich abserviert. Und Sie finden keine, weil Landau nicht will, dass Sie welche finden. Das stimmt nicht. Eine Frau wurde umgebracht, das interessiert Sie gar nicht. Sie wollen Karriere machen. Das ist eine gemeine Unterstellung. Ich kann ja nicht warten, bis es hell wird. Oh, komm jetzt! Georg, für Anna! Das ist nur ein Traum, Maggie. Nur ein Traum. Frau Springer, Sie waren meine beste Kraft. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Was haben Sie denn Dörner gesagt? Dörner? Dörner und ich, wir haben tatsächlich heute Abend über Sie gesprochen. Ich konnte Herrn Dörner überzeugen, keine Beschwerde gegen Sie einzureichen. Wegen Ihres Auftritts in seiner Dienststelle. Und im Gegenzug haben Sie Dörner versprochen, den Mord an Silke Heilmann zum Unfall umzudeklarieren. Toll, super. Alle sind glücklich. Gute Nacht. Ecki? Ecki? Oh, Georg! Mensch, sag doch was. Dachte schon, ich bin hier falsch. Ich muss da erst mal sicher gehen, ob du es auch wirklich bist. Das ist klar, bei dem Verkehr hier. Na los, komm mit. Heu. Heu? Hier kommt also das Heu her. Welches Heu? Das Heu aus Silke Hallmanns Wagen.
Halt mal. Kräuter. Ja. Hanfkraut. Gras. Marihuana, Haschisch. Bestimmt schwarzer Afghane. Nee, eher grüner Holländer. Nur die weiblichen Blüten blind herz sie. Das sind immer die Weibchen, die berauschen. Pilze? Aber keine Champignons. Magic Mushrooms. Das hier ist das, was Silke am liebsten nicht gesehen hätte. Drogen. Hollands Exportschlager Nummer 1. Und Tulpen, aber die nur saisonal. Oliver hat Silke gar nicht mit einer Frau betrogen. Das ist eine ganz andere Art von Betrug. Und wenn Silke ihn verraten hätte, dann... Da hätte sie die bei Feuer umgebracht. Wer weiß. Komm. Immer noch keine Spur von Anna, nichts. Anna? Morgen. Ich weiß, wo sie liegt. Liegt? Die holländische Gärtnerei. Ich habe die Adresse. Ja, Wilsberg. Anna, sag mal, wo steckst du denn? Ja, natürlich komme ich. Und? Klang nicht gut. Ich muss zu ihr. Kannst du nicht Alex mitnehmen? Ja, klar. Aber ich mache nichts, was in irgendeiner Weise illegal ist. Hab keine Lust, meine Lizenz zu verlieren, kaum dass ich sie hab. Ja, dann nimm dein Strafgesetzbuch mit, dann können wir im Zweifelsfall nachschlagen. Und eine Straßenkarte von Holland. Ja, willst... Nein, ich hab kein trockenes Brot. Ach, Anna. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Arbeiten Sie immer noch mit einem Fall, Herr Wilsberg? Hätte mich auch gewundert, wenn Frau Springer einfach aufgegeben hätte. Das hätte mich auch gewundert. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Kriminalrat Landau hat die Ermittlungen im Fall Silke Heilmann eingestellt. Das heißt, ich kann offiziell nichts mehr unternehmen. Ach, soll ich Sie jetzt bedauern? Ich glaube, Frau Springer hatte recht. Das war kein Unfall. Bitte sagen Sie ihr das. Ich werde es ausrichten. Und sagen Sie ihr auch, dass ich ihr jederzeit gerne behilflich bin. Inoffiziell. Ach, wollen Sie deswegen Ihre Karriere aufs Spiel setzen? Sie können mir vertrauen, Herr Wilsberg. Auch wenn Frau Springer Ihnen gesagt hat, ich sei jung, vorlaut, ehrgeizig. Attraktiv. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Gut. Weshalb treffen wir uns ausgerechnet hier? Ich übe. Für mein Leben als Arbeitslose. Ich habe nichts anderes gelernt. Einen Job als Kellnerin kriege ich in meinem Alter auch nicht mehr. Ach, Anna. Suspendierung ist keine Entlassung. Alex sagt, dass... Ja, lass gut sein, Georg. Mann, siehst du scheiße aus. Was hast du nur getrieben die ganze Nacht? Links. Geradeaus. Niemals. Du hast eine verkehrte Optik. Ja, behaupte ich von dir. Ein Wegweiser ist eine Wetterfahne. Gut, dass hier keine Berge im Weg sind. Da drüben, da ist was. Es war die schrecklichste Nacht meines Lebens. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man ganz unten ist, dann geht's auch irgendwann wieder aufwärts. Zum Ersten setzt dann so ein sogenannter Münchhausen-Effekt ein. Das heißt, man zieht sich am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf. Und wenn das nicht klappt, dann gibt's ja immer noch Freunde. Was hast du eigentlich gesucht in Landau's Büro?
irgendwas? Irgendein Beweis für die Verbindung zu Silke Heilmann? Für die Verschwörung zwischen Dörner und Landau? Außerdem war ich betrunken ein bisschen, weil Landau war auch betrunken. Ja. Dann wird er sich vielleicht gar nicht so genau an alles erinnern. Frau Sonntag wird schon dafür sorgen, dass er sich an alles erinnert. Vielleicht ist sie gar nicht so, wie du denkst. Ich war in ihrem Büro. Da hat ihr Anblick dir das Hirn vernebelt. Anna, meine Menschenkenntnis ist... Menschenkenntnis und Testosteron. Puh. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Wo kommt ihr her, hä? Deutschland? Hey, sorry, dass wir hier einfach so reingelatscht sind. Was wollt ihr? Der war gestern Nacht auch dabei. Shit. Was sagt der? Shit, Hasch, er wird gerne mal probieren. Ich kann aber nicht inhalieren. Das ist doch hier das gelobte Land, oder? Man kann nie wissen, hä? Ja. Hasch? Ja, und Pilze. Die verticken das Zeug. Nee, ich glaub nicht. Die lassen sich den sicheren Transit und die Lagerung bezahlen. Wer die alle? Die ganze Dienststelle? Naja, auf jeden Fall Dörner und Oliver Scholz. Und Olivers Mutter weiß auch Bescheid. Außerdem fährt sie im blauen Kombi, der vorne ziemlich verbeult ist. Sie oder Oliver? Mütter sind zu allem fähig, wenn sie ihre Kinder nicht hergeben wollen. Und Oliver hat Silke geliebt. Glaub nicht, dass er sie umgebracht hat. Weil du ein Romantiker bist. Köstlich. Ist nicht so viel davon. Ich kann es mir leisten. Und sag mal, verkaufst du auch? Hört aus, mein Onkel Gauss. Klar verkauft er. Auch Pilze? Was immer du willst. Ja, ich sehe schon, dann muss ich wohl bald mal wiederkommen. Wir müssen. Schon. Schade. Hier, schenke ich dir. Beste Stoff, ne? Danke. Tschüss. Hoi. Okay, Ecki, du wartest hier, ich muss noch mal zurück. Der PKW unter der Plane war blau. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Deutsche Vaterland.
Guten Tag. Tag. Sie sind zu schnell gefahren. Ja, ich weiß nicht, ich wurde verfolgt. Natürlich, Papiere bitte. Und aussteigen, Kofferraum öffnen. Nein, wirklich, gucken Sie doch mal da hinten. Aussteigen. Blühe im Glanze dieses Glückes. Blühe heißt es, nicht Glühe. Darüber habe ich mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen. Blühe im Glanze dieses Glückes. Schauen Sie, da hinten, das ist mein Ex-Freund. Der hat mich bedroht, wirklich. Immer wenn er betrunken ist, dann wird er so gewalttätig. Verstehen Sie? Ja, der trinkt aber auch ganz gerne, ne? Ja, es liegt in der Familie, ist der Halbbruder. Sollen wir das mal anschauen, Uwe? Komm. Silke umgebracht und anschließend den Wagen in Holland entsorgt. Oder er wurde wirklich geklaut. Oder er hat ihn jemandem überlassen und als gestohlen gemeldet. Jedenfalls halten die lieben Kollegen die Hand auf beim Drogengeschäft. Und das war's, was mir Silke erzählen wollte in der Nacht. Aber genau das hat jemand zu verhindern gewusst. Nur wer? Und wussten die anderen Bescheid? Wussten eigentlich Ecki? Was hat er denn? Stoned. Zu viele Haschkekse. Ich glaube, es waren seine ersten. Ach, echt? Ecki? Wird schon wieder. Sieht aus, als passt es zusammen. Kann man das beweisen? Ja, klar. Es dauert aber ein bisschen. Wenn ich es beweisen kann, boten Sie mich dann aus bei Ihrem weiteren Vorgehen? Wer Sie ausboten will, der muss noch geboren werden. Das war ein Kompliment. Was sagt denn Ihr verehrter Chef Landau dazu? Nichts. Der weiß nichts davon. Ach, haben Sie plötzlich die Seiten gewechselt? Ich war von Anfang an auf Seiten der Aufklärung. Also, gehen wir es an? Erpresserbriefe, ich weiß nicht. Klingt zur Hand gestrickt. Ein Versuch ist es wert. Ja, und wenn Sie nicht drauf eingehen? Die werden schon kommen, die sind unter Druck. Außerdem müssen Sie doch glauben, einer von Ihnen ist ein Verräter. Du willst sie aufeinander hetzen, aber ich fürchte, es funktioniert nicht. Vielleicht haben wir Glück und finden so raus, wer Silke umgebracht hat. Und Sie haben doch nichts zu verlieren. Vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern. Anna. Was hast du da? Werbung! Godverdomme, ik wist het! Die kutsmeres is niet te vertrouwen! Shit! Was ist das? Der Beweis für den Mord an Silke. Und jetzt? Was hast du vor, Oliver? Das war ein Gedichtkurs. Ich verstehe dich. Wo ist der Wagenkurs? Du hast ihn nicht wie abgemacht in Holland gleich in die Presse gefahren, stimmt's? Naja. Was? Es tut mir leid, der gute Wagen, der war. Du wolltest noch ein Geschäft rausschlagen, ja? Schwachkopf! Scheiße! Scheiße! Waffe weg. Wer von euch war's? Wer hat sie umgebracht? Wenn ihr es nicht sagt, ich knall euch alle ab. Scheiße. Damit habe ich nichts zu tun, Oliver. Hey,
Ich weiß nicht, ich schwör's. Es war nur mein Auto. Ich hab doch Lothar nur den Schlüssel gegeben. Sie wollen uns alle verpfeifen, Oliver. Nicht schießen. Ich wollte sie nicht. Aber sie war so stur. Es sollte nur eine Warnung sein. Bitte nicht. Nein! Rüber! Darüber, sie auch. Rüber. Rüber, so. Tut mir leid, Oliver. Nicht Lothar! Halt's Maul! Ich möchte nicht kurz vor meinem Ruhestand alles verlieren. Waffe weg, Donner. Good boom, I can't put this deep.